Ja, hallo Leute und herzlich willkommen zurück nach meiner einwöchigen Let's Play Pause und vor allem meiner anderthalbmonatigen Pause von Wario Land 2. Es geht wieder weiter in Chapter 2 Story for Dobbs the Anchor. Ich muss natürlich in das Spiel einfach so ein bisschen wieder reinspielen. Ah, was ist so? Ah, ich muss erst mal überlegen, was soll das denn sein? Okay. So, das war springen, laufen, gut, alles klar. Das können wir wohl kaputt machen. Die werfen irgendwas. Werfen die Pizza oder so? Und das Holz sieht doch hier auch ganz verdächtig aus. Ich mach dich mal kaputt. Tschüss. Nein, das so geht's nicht kaputt. Aber hier geht's definitiv runter. Ja, der Grund war eigentlich gewesen, ich wollte erstmal Pokémon Silber so gut wie es geht zu Ende bringen. Das Projekt ist auch fast durch. Es fehlt nur noch ein bisschen was, wo ich aber Offscreen-Arbeit viel machen muss. Und da habe ich aktuell noch nicht so die Zeit für. Naja, und da ich aus Magdeburg komme und da so ein bisschen Hochwasser war, hatte ich dann auch in letzter Zeit keine Zeit und auch Nerven für Let's Plays aufzunehmen. Und naja, dadurch ist natürlich auch vieles anderes liegen geblieben für die Uni und so weiter. Und dadurch, ja, gab es die Pause. Also das war der Hintergrund. Und jetzt geht's wieder regulär weiter. Ich hoffe dann auch wieder täglich ein Video hochladen zu können. Aber auf jeden Fall 5 Videos die Woche. Ah ja, dann muss ich, glaube ich, einen Gegner dagegen werfen, oder? Ich glaube ja. Warte mal, konnte ich. Ich kann doch besonders hoch springen. Warte mal, kann ich das irgendwie abfangen? Ah, dann verwandle ich mich. Okay. Okay. Ah, dann weiß ich doch, wie ich am Anfang weiterkomme. Ah, in Ordnung. Dann gehe ich nochmal zurück. Dann möchte ich zurück. Ja. Wo war ich stehen geblieben? Ja, genau. Nein, wo ich da noch möchte. Wahrscheinlich kann ich jetzt hier durch, weil ich jetzt schwer bin, oder? Ja. Korrekt. Wie ich es entdecken konnte. Okay, das ist eine coole Verwandlung. Lässt dann auch nach einer Zeit einfach wieder nach. Okay. Ich kann natürlich immer nie garantieren, alles zu finden, aber ich versuche natürlich zu finden, was geht. So, dann fütter mich mal. Dann können wir die White Puffs alle umbringen. Hör auf, ich will nicht mehr verwandelt sein. Ja, und durch. Hier oben sieht auch fast so aus, als würde es dort. Sieht doch alles zerbrechlich aus. Das machen wir nochmal alles hier kaputt, würde ich sagen. Auf jeden Fall sollen wir den Anker senken. Und ich freue mich natürlich, das Jump'n'Run noch aufzunehmen. Also, ich kam in der ganzen Weile einfach nicht dazu. Wow. Was ich vor allen Dingen jetzt auch wieder möchte, ist mal ein bisschen mehr aufzunehmen. Ah, genau, was ich eigentlich noch sagen. Nein! Ah, ich hätte ihn gebraucht. Ich hätte ihn gebraucht. Ist er wieder da? Ja. Gut. Komm her. Tschüss. Oh, die Level. Das ist auch so, die Levelstruktur ist auf einem sehr, sehr hohem Niveau in diesem Spiel. Also, schaut euch mal an, wie komplex die einzelnen Level sind. So sieht gutes Level-Design aus. Ah ja, was füttert mich mal? Und zack. Ah, verdammt, nein, ich muss noch weiter. Nein, nein, ich hatte ihn noch umgebracht. Nein. 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 Obwohl.
Kriege ich die damit kaputt? Ja, geht. Puh. Füttern. Weiter. Sagen wir mal so, jeden Tag ein Video kann ich euch noch nicht garantieren, aber ich denke mal, so 5 Videos die Woche, das wird schon funktionieren. Denn natürlich beginnt auch bald bei mir die Prüfungsphase. Okay, es ist noch ein Monat hin. Dann ist das Semester vorbei. Das war der richtige Weg. Okay. Gut. Ich frage mich immer noch, wie man in diesem Spiel sterben kann. Ich bin da noch nicht gestorben. Ja, auf jeden Fall geht das Semester bald vorbei. Auf der einen Seite freue ich mich schon auf die Semesterferien. Auf der anderen Seite muss ich sagen, ja, ist das Semester an sich auch immer ganz cool. Ich meine, wenn es ein Studium keinen Spaß machen würde, dann sollte man auch nicht studieren. Sag ich mal so. Nein, ich komme nicht zurück, oder wie? Ach komm schon, bitte. Bitte. Danke. Seht ihr, man muss nur nett genug sein. Und natürlich ist auch immer im Semester mehr los und so, ist ja klar. Dadurch, so ein bisschen werde ich jetzt auch schon das Semester wieder vermissen. Vor allem, weil das nächste, glaube ich, auch nicht ganz so einfach werden wird. Ich habe mal zwei richtig, sogar drei richtig dumme Veranstaltungen, auf die ich mich schon unendlich freue. Okay, hier kommen wir nicht weiter. Vielleicht müssen wir doch erst den Anker lichten. Lichten? Was lichten? Was laber ich? Ich meine natürlich, ja, keine Ahnung. Bla. Ich werde natürlich auch wieder ein bisschen das reinfinden müssen ins Let's Play. Oh, wow. Wirklich. Komm, gib mir aus dem Weg. Danke. Hier will ich nicht. Okay. Das irritiert mich jetzt dann doch. Na gut. Wie können wir uns jetzt einfach runterfallen lassen? Wow. Ja. Da haben wir ja fast nichts geschafft. Unten frei. Es kann nur eine 1, eine 4 oder eine 7 sein. Oben rechts haben wir jetzt eine 4 und eine 7. Ja, es bringt mir nichts. Okay, seht ihr? Damit ist jetzt nämlich eine 1 und keine 7. Jop, dann haben wir es. Ist eine 1. Ja. Sehr schön. Ja, da werde ich wohl in die ganzen Level nochmal rein müssen. Zumindest kommen wir, was das angeht, hier gut voran. Hier fehlt uns ja wirklich kaum noch was. Und mal schauen, in welchen Level wir jetzt kommen. Ich habe wieder keinen Plan, wie lange ich schon aufnehme. Defeat Bobo. Ich finde, das T sieht halt echt aus wie so ein X. Ich bleib dabei. Wir sollen Bobo besiegen. Na. Ich möchte im Ernst erstmal ein bisschen hier oben alles erkunden, bevor ich nach unten gehe. Das wirkt so ein bisschen, als würden wir nicht wieder nach oben kommen. Das ist auf jeden Fall nicht gewährleistet. Wow.
Ja. Nein. Ah, Gott. Wow, wirklich. Der Hammer. Mensch, stehe ich mich gut an. Doch. Like a pro. Da muss ich bestimmt den da nicht gegenwerfen. Na komm mal her. Ey, bin ich jetzt wirklich in jeden Gegner reingelaufen, den es hier gab? Sag einfach gar nichts dazu. Überhaupt nichts. Bin wirklich jetzt in jeden Gegner reingelaufen. Was waren immer diese Symbole? Boah. Na klasse, da bin ich beim Boss. Nee, da will ich noch nicht hin. Dann nochmal zurück. Dann nochmal zum Anfang des Levels. Natürlich war das der optionale Weg. Der Anfang. Danke. Weg mit dir. Wow. Nicht schlecht. Ich würde es ja gerne darauf schieben, dass ich mit Tastatur spiele, aber. Ich stelle mich einfach nur dämlich an. Ja, natürlich kommt man. So, halt. Ich habe beim letzten Mal gelernt, dass wenn ich nach oben drücke, er höher springt. Ja, tut er auch. Navari, willst du noch ein drittes Mal von denen aufgespießt werden? Nee, ich dachte, das war schon dreimal insgesamt. Okay. Wie ich da jetzt aber hinkommen soll, verstehe ich nicht. Vielleicht von oben in der Mitte. Hier. Nee. Oh, dann wird das wohl ein Geheimnis. Nein, nein, nein. Danke. Vielen Dank. Ja. Jetzt versuchen wir es hier noch einmal, den hier dagegen. Dagegen zu wehren. Wow. Wow. Es funktioniert doch, wie ich es mir gedacht habe. Gut. Mensch, Steve, du bekommst hier mal was hin. Ich finde, das ist fast schon ein Orden hier wert. Ja, ich hätte mich nicht selbst loben sollen. Ich hätte mich nicht selbst loben sollen. Gut. Kommen wir ja doch noch nicht auf eine Münzzahl. Cool wäre auch mal dieses Bonusspiel mal wieder zu finden. Also die 100% wird hier noch. Ja, doch, das wird noch. Nicht der Ernst, ich hätte den Gegner gebraucht. Komm mal her. Gut. So. Ich glaube, der ist zu schwer, um mit denen wirklich hochzuspringen. Nein, 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 nein! Warum? Nein! Bitte, Wario! Reiß dich zusammen! Verdammt! So. Gut. Stellen wir uns so hin. Ja?
Spring hier rüber. Ich bin kurz davor, Kraftausdrücke zu benutzen. Gut. Gehen wir es jetzt hin. Nein. Danke. Danke. Oh. Wie, hier ist jetzt nichts. Ja. Nein, wir können nur Normal Mode spielen. Tja, keine Ahnung. Ja! Ja! Oh. Ich wusste, dass die obersten drei, also oben die drei nicht waren. Aber mehr wusste ich nicht. Ich finde, das geht so verdammt schnell, dass man eigentlich nicht wirklich eine Chance hat. Und jetzt auch zum Ziel. Den Boss noch besiegen. Oh Mann. Den gab es doch, glaube ich, schon im Teil davor. Ja, das sollte man schon mal nicht tun. Das auch nicht. Ja. Macht er noch was anderes? Wow. Okay. Ja, Leute, ich muss ihn erstmal versuchen zu verstehen. Jetzt bin ich hier oben. Och nein. Nein. Nicht so ein Boss. Das hat mich beim letzten schon aufgeregt. Das ist so ein Boss, der einen zurücksetzen kann. Dass man wieder zu ihm hinlaufen muss und ihn dann nochmal von vorne besiegen muss. Das ist für mich so eher mit Frust verbunden als mit Schwierigkeit. Also, ja. Gut. Muss mal rausfinden, was ich machen muss. Ja, ich darf nicht auf ihn draufspringen. Offensichtlich. So. Was soll ich dann machen? Ja, ich drücke jetzt einfach nach unten. Komm nochmal her. Das ist es nicht. Und er dreht sich auch sofort um. Ich kann ihn also nicht in den Rücken springen oder so. Ich bin gerade. Okay. Ich verstehe den Boss nicht. Also so überhaupt nicht. Ich weiß nicht so wirklich, was ich von dem Bosskämpfen im Spiel halten soll. Weil es ist halt nicht wirklich. Also, dass es mir gut ist, dass es keine Standardbosse sind, aber es wäre zumindest irgendwie ganz nett, wenn sie intuitiver wären. Das ist so ein bisschen mein Problem, was ich mit den Bossen hier habe. Aber es macht auch keinen Sinn, sich, wenn er
quasi sich dann runterfallen zu lassen. Also er macht das ja nur, um den hochtreiben, wenn ich unter ihm stehe. Leute, ja, ich cutte hier mal. So, gut. Also ich habe einen Hit gelandet. Ich weiß es nicht, ich muss... Es ist ein ziemlicher Präzisionssprung. Bam. Ja. Nein, 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 nein. So. Auf jeden Fall, so müssen wir landen. Ich bin mir nur nicht ganz sicher, wo man ihn ganz genau treffen muss. Ihr seht's ja, ich bekomme den Hit nur mehr wieder nicht hin. Ja, irgendwie ist das ein sehr seltsamer Winkel, wie man auf ihn drauf springen muss. Wow, wow. Ja. Ja. Cool. Bitte, Wario. Wario, bitte. Wario, bitte. Danke. Danke. Oh, dritter Treffer. Der Boss ist überhaupt nicht stressig. Wow. Das war gut. Nein, 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 nein. Was? Was? Nein, wow. Wario, danke. Ich weiß nicht, wie oft ich schon Wario gesagt habe. Bitte. Das tut doch weh. Warum tust du das, Bobo? Das tut weh. Ja. Wow. Vierter Treffer. Nein, nein, nein. Fünfter. Wow. Zum Glück müssen wir dieses Level nie wieder spielen. Oh, gut, ja, wir müssen natürlich mehr haben. Mehr. Das ist eine 9. Das ist eine 9. Nein! 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 Leute, ich würde mich wie immer mit den Kommentaren und Daumen hoch freuen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich war DSD Steve. Ciao.